Boah, ich will endlich aus der Höhle hier raus. Also, lass uns gehen. Lasst uns hier rausgehen. Mit jeder Menge Lags. Und ich verstehe nicht warum. Oh mein Gott, wie der Sound schon rumlaggt. Wild Geodude appeared. Ja, es ist irgendwie bitter mit Gestein gegen normalen. Das macht keinen Sinn. Ich dachte, ich hätte das Medbo draußen. Ja, es ist egal. Ich könnte mich natürlich jetzt wieder schützen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Ein Schritt! Ein Schritt und dann kommt die nächste Scheiße angelaufen. Was soll der Kack? Alter! Uncool, Mann! Was ich nie verstanden habe, warum Wasser und Pflanze effektiv gegen Boden ist und vor allem gegen Gestein. Habt ihr schon mal versucht, einen Stein mit Wasser zu besprenkeln und der Stein ist gestorben? Ich glaube nicht. Wenn doch, schickt mir Bilder, sonst glaube ich es euch nicht. Pix or it didn't happen. Boah, okay, okay. Ein Schritt? Oh, ich habe mehr als einen Schritt geschafft. Fünf oder so, Maximum. Coole Scheiße. Alter, du kriegst gleich einen Hyperbeam in die Fresse. Ja, ich bin ein bisschen angenervt. Nein, eigentlich nicht, aber ich würde schon langsam sehr gerne aus der Siegestraße rausgehen. Ja, wäre zumindest mal ganz cool. Lass mich doch alle in Ruhe. Vor allem du, Zubat. Zubat! Gott, wenn ich mir jemals einen Zubat fangen würde, würde ich es Wernström nennen. Wernström! Okay, keiner kriegt die Referenz. Ich verstehe schon. Ey, ich benutze jetzt Motherfucking Schutz. Einmal noch, einmal noch. Einfach nur, um ein bisschen hier weiterzukommen. Ihr müsst eigentlich jetzt irgendwo einen Stein rumliegen. Warum auch immer. Langsam. Oh Gott. Oh, okay. Ja, ich bin ein Magier, ich bin ein Zauberer. Ich habe das jetzt alles. Was seid denn ihr für Hurenkinder? Together the two of us are destined for greatness. Den beiden ist es bestimmt Großartiges zu vollbringen, wenn sie zu zweit sind. Oh, Nidoqueen und Nidoking. Das könnte ziemlich leicht werden eigentlich. Das könnte sehr, sehr leicht werden, weil, oh mein Gott, das wird leicht. Aber zusammen können sie Tolles verbringen. Wisst ihr warum? Sie haben Robot Unicorn Attack gespielt und glauben daran, dass all ihre Wünsche wahr werden. Wow, Megahorn. Das klingt ziemlich pervers, um ehrlich zu sein. So wie eine... Wäh. Oh, guck dir mein Nidoqueen an. Oder mein Nidoking. Willst du seinen Megahorn sehen? Alter, wenn Nidoqueen auch Megahorn kann, bin ich ziemlich... ziemlich verwundert, sagen wir es mal so. Und was mich auch wundert, dass Flugattacken und Wasserattacken gerade nicht sehr effektiv gegen die sind. Trash. Müll. Schöne Attacke. Weil nämlich hier Kirchen, Dingens. Na doch, super effektiv. Ach so, der Schaden teilt sich nur auf. Okay, hat gepasst. Oh ja, ihr seid so toll. Ludicrous! This can't be. Soll da eigentlich Ridiculous stehen? Hä? Ich weiß nicht, was das heißt, was die gesagt haben. Und ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Oh mein Gott, ist das Ende. You should be proud of yourself, having battled your way through the victory road so courageously. In recognition of your feat, I'll teach you Double Edge. What the fuck is Double Edge? Egal was es ist, ich sollte es einem Pokémon beibringen. Jedes ist... Nee, wenn es jedes kann, dann nicht. Dann nicht, ne? So, Route 23. Heißt das, ich kann hier noch ein Pokémon fangen? Heißt das, ich kann hier noch ein Pokémon fangen? Ist hier irgendwo Gras? Ist hier irgendwo Gras? Noch ein Habitat für meine Gruppe? Okay, doch nicht. Schade, Indigo Plateau. Bam, bam. Wir sind da! Wir haben es geschafft!
Halleluja! Oh Gott, ich werde sterben. So. Ich werde diese Folge definitiv nicht mit den Elite 4 anfangen. Nein, ich fange mit dem Training an. Und zwar, es wird erstmal Zeit. Julius PC, das war völlig dumm. Das war völlig dumm, aber nein, das war völlig dumm. Das mache ich dann irgendwann offscreen, die ganzen Items ablegen, die ich nicht brauche. Also, wir legen Jacqueline ab. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, ihr habt gewählt und so richtig viele Stimmen kamen dabei nicht raus. Ist auch nicht so schlimm, nicht so wichtig. Ich habe mal meinen Mitbewohner gefragt, sag mir eine random Zahl zwischen 1 und 28. Und der, in der derben Hoffnung, dass er einfach hier... Weil er, also es ist total random bei ihm. Wenn du ihn fragst, er hat kein Hirn, da kann nichts berechnet werden, da kann ich denken, oh mein Gott, was will er mir damit sagen? Ich hatte einfach gehofft, wenn ich sag mir eine Zahl zwischen 1 und 28, sagt er einfach das letzte Wort, das ich gesagt habe, wiederhol es nochmal 28 und dann kriege ich hier Xelso raus. Nein, er hat völlig random 17 gesagt. Also ich zähl mal ab, ob das ein gutes Pokémon wäre. 1, 2, 3, 4, oh Gott, 6, 12, oh mein Gott, das wäre ein Tatacher. Dieter. Nein, dann machen wir es doch lieber so. Es gab tatsächlich für ein Pokémon zwei Votes und das war Voltoball. Und ich finde die Idee, ehrlich gesagt, genial. Ich nehme Voltoball mit. Ja, und... so und nicht anders wird mein Team für die Pokémon-Liga aussehen, außer dich als Elektroball wahrscheinlich. Und jetzt wird es wie folgt ablaufen. Ich, ja, das ist auch gut so, werde in der Siegestraße meine Pokémon trainieren. Bis vermutlich Level 60. Das muss reichen für die Pokémon-Liga. Wahrscheinlich nicht, aber ich sage jetzt einfach mal so. Jetzt ist der Punkt. Es wird lange dauern. Von daher ist es eigentlich scheiße langweilig, wenn ich das die ganze Zeit aufnehme. Und ich habe keine, ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich genau machen soll am dümmsten. Wir haben erstmal Voltoball, guckt euch an, ich wechsle das Pokémon. Das muss ich jetzt die ganze Zeit so machen, das wird arschlange dauern. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das am dümmsten anstelle. Also, ich werde es nicht aufnehmen, da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher. Kam schon hier der Vorschlag, mach es doch in Zeitraffer, in einer angemessenen und kommentiere dazu einfach. Ich meine, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wenn ich die ganze Zeit so mache, das heißt, ich kann während des Spiels auch... Oh. Uncool, das ruft Erinnerungen hervor. Dass ich die ganze Zeit hier währenddessen einfach ein bisschen beschleunige. Ja, das wäre auch eine Idee, aber finde ich auch ein bisschen schwul. Oh mein Gott, das hat überlebt. Er ist tot. Ja, Pole Level 15. Hammer. Was willst du lernen? Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Immer 20 Damage, großartig. Ja, ist besser als nix. Also, wie mache ich's? Ich mach's, wie schon gesagt. Ich nehm's nicht auf. Und... Nee, P-Teiler wäre göttlich. Dann hätte ich die Scheiße nicht, aber dafür brauche ich... Wow, uncool. 50 gefangene Pokémon oder so. Oder 70 sogar. Und ich habe... 33! Und wisst ihr, warum ich 33 habe? Weil ich so viele Habitats in meinem Team habe. Ah! Alter, scheiße. Rasaf, dreimal in Folge. Ja, aber... oh Gott.
Ich mache jetzt zumindest, glaube ich, noch die Folge ein bisschen mit Training zu, damit ihr etwa seht, wie ich es machen werde. Also, es wird genauso ablaufen. Ich nehme Pole vorne und wechsle dann immer durch. Bis er selber mal kämpfen kann, was eigentlich eine ganze Weile dauern wird. Eine ganze, ganz lange Weile. Trash, wunderbar, Ice Beam. Ich werde meinen Pokémon wahrscheinlich noch ein, zwei Moves beibringen. Ja, also solche geilen Dinger wie... Gott, ich habe keine Ahnung. Egal. Soll ich noch was Lustiges erzählen? Ich weiß nichts Lustiges. Nee, ist nichts Lustiges passiert in meinem Leben. Mein Leben ist voller Tristesse und Trauer. Oh ja! Was ich scheiße finde, das wollte aber keine Elektroattacken kann. Noch nicht. Und es wird so ewig... Ja, Finale! Oder Explosion war das sogar, ich weiß gar nicht. Ja, es wird jetzt die ganze Zeit so ablaufen. Und ihr könnt euch denken, wie scheiße lange das dauern wird. Ihr könnt euch denken, wie scheiße viel Lust ich drauf habe, aber... Naja, das war so klar. Das war so klar. Aber das ist etwas, das ich mir selbst aufgebürdet habe und... ja, da muss ich jetzt durch. Wow, uncool. Und das ist halt auch sowas, was passiert, wenn zum Beispiel ein Pokémon bei mir sterben sollte aus... Fick dich doch ins Scheißknie! Oh Gott, ey. Ja, ich meine, es kann ja passieren, dass ein Pokémon von mir plötzlich stirbt. Das werde ich dann quasi in realistischer Nachbearbeitung euch zeigen. Also quasi nochmal nachstellen und total dramatisch hier kommentieren von wegen. Oh, ich hätte niemals gedacht, dass das passieren könnte. Yay, Arbok. Und ja, also wie schon gesagt, es würde viel zu lang dauern, es würde viel zu viele Videos in Anspruch nehmen. Ich wüsste auch nicht, was ich da großartig kommentieren soll, die ganze Zeit zu drehen. Vielleicht, ganz vielleicht überlege ich es mir noch anders und mach's trotzdem, nehm's trotzdem auf, aber wahrscheinlich jedenfalls nicht. Und ich werde, glaube ich, auch gleich Schnitt machen nach diesem unglaublich epischen Kampf. Und dann werden wir uns wahrscheinlich erst in ein paar Tagen wiedersehen, was Pokémon angeht, weil... Oh Gott, ja. Ja, weil das halt doch etwas länger dauern wird, nehme ich an. Bäm. Pole. Außerdem hat es einen total dramatischen Effekt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Warte, ich werde es sogar noch machen. Hier, boah, das war jetzt ebel. Ich hab ne Dragon, pass auf. Erstmal mein Pokémon heilen. Also es wird jetzt dramatisch, pass auf. Ey, ich bin voll stolz auf die Idee gerade. Also tut einfach so, als wäre nichts passiert und ich hatte jetzt so einen Zeitraffer und bin plötzlich vom Indigo-Plateau und... Hier so quasi. Warte. So, ich drehe mich jetzt um. Da bin ich also. Endlich bin ich bei den Elite vorangekommen. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Scheiße. Ich bin so kurz davor, meine Träume wahr werden zu lassen und mein Schicksal zu erfüllen. Aber noch bin ich nicht dazu bereit. Ich werde in die Berge gehen und trainieren, bis meine Pokémon so stark sind, um die Elite 4 zu besiegen. Und bis dahin werden bestimmt 3 Jahre vergehen. Also, wir sehen uns dann. Ciao, bis dahin.